Ja, das Spiel verleitet einfach so, dass man Messi wird. So, Bestzeit. Halt bloß die Augen offen, die Einwohner. Keine Ahnung, was sie gesagt hat. 57 Fertigkeitspunkte übrig. Da haben wir noch viel zum Skillen. So, dann reden wir mit Smitty verflixt. Was kann ich jetzt für dich tun? Sag mal, Alter, ich habe dieses Teil als Gecko. Lass den alten Smitty mal einen Blick drauf werfen. Sicher, hier ist es. Naja, für mich sieht das aus wie ein alter Treibstoffzellen-Controller. Wenn ich den alten Highwayman einbaue, läuft er vielleicht wieder. Ja, hier hast du. Wie sieht's, wie du siehst, habe ich einen Chrysler Motors Highwayman. Wunderschöne Kiste. Früher hat man gesagt, nichts macht den kaputt. Naja, ich dachte zuerst, dass die Batterie für das Teil, was du brauchst, eigentlich Treibstoffzellencontroller, die Dinger gehen immer schnell den Geist auf. Sehr gut, machen wir es so. Du gibst mir 2000 Dollar und dafür kriegst du das Auto. Ich baue sogar den Treibstoffzellencontroller ein, müsste dann wieder no wie neu laufen und läuft mit Mikrofusionszellen. Das hört sich gut an, hier hast du das Teil. So. Zack. Geh vorsichtig mit bis er warm gelaufen ist. So, allerdings haben wir noch was. Das war noch nicht alles. Was du wollen. Denn wir haben ja noch aus Klamath haben wir aus dem anderen Auto einen Treibstoffzellen-Controller oder sowas in der Art. Oder irgendwas, dass der Verbrauch auf jeden Fall geringer ist. Das haben wir auch noch. Das können wir auch gleich anbauen lassen. Für die Kiste aufgetrieben und weiß nicht, was ich damit anfangen kann. Ein Treibstoffzellenregulator. Mit dem Ding schaffst du mehr Kilometer pro Energiezelle. Ich kann ihn dir einbauen, wenn du mir sagen wir 57 Dollar dafür gibst. Klingt nach einem fairen Angebot. Hier ist das Teil und das Geld. Oh, ja, hast du ihn. Ah, sehr schön. Dann können wir jetzt mit dem Auto lostüdeln. Den Zufall 2 will ich natürlich nicht überschreiben. So, und reingestiegen. So, und jetzt sind wir natürlich viel schneller unterwegs. Wir haben jetzt eine coolere Mucke auf der Overworld, sage ich jetzt mal, auf der Weltkarte. Und sind viel, viel schneller unterwegs. Viel, viel schneller. Allerdings noch nicht so schnell unterwegs wie mit dem Bug, was wir vorher hatten, ganz am Anfang vom Spiel. Da waren wir zu Fuß fünfmal so schnell unterwegs wie jetzt mit dem Auto. Ah, jetzt habe ich mich verfahren. Und ihr seht, das Ding frisst trotzdem noch ziemlich viel Sprit. Ohohoho, eine Armee von Floatas und Zentauren. Das ist natürlich eine blöde Begegnung. Autsch. Ja, da sollte ich mal aufpassen, denn in den Viechern mache ich 6 Trefferpunkte Schaden. Und seht ihr, schon hat Vic mal kritisch getroffen. Also Vic ist, wie gesagt, er hat vorhin Level gehabt und ist um einige stärker geworden. Vic wurde für 85 Trefferpunkte getroffen. Hast du gut gemacht, Cassidy. Centaur wurde für 1 Trefferpunkt getroffen. Heftig. Ja, das sind einfach noch Gegner, die sind einfach noch viel zu stark für uns. Haben wir überhaupt keine Chance. Keine Chance haben wir da. Ja, da laden wir gleich. Und jetzt sind wir direkt in Fight. Das sind Bugs im Spiel, die ich richtig hasse. Ja, und die dürfen gleich richtig weit gehen. Und zwar auch noch zweimal. Also manchmal. Das ist was, was mich manchmal so richtig anpisst. So eine richtige Fehler in der Spielmechanik. Ah, jetzt dürfen wir gehen. Was zum Teufel? Jetzt greift plötzlich Cassidy mich an. Das ist total verbuggt gerade irgendwie. Aber lieber so wie anders. Total bescheuert. Er kann mich gar nicht angreifen. Er ist grün. Ich könnte ihn angreifen, ohne dass er mich angreifen würde. Also da war gerade irgendwas total kaputt. Ja. Hubologen. Vielleicht wird es gestattet, einen Blick auf unser Projekt zu werfen. Aha.
So, dann habe ich mich jetzt verzogen nach San Francisco. Allerdings werde ich in dieser Stadt noch nicht aktiv werden. Ich bin eigentlich nur aus ein, zwei Gründen hier. Und zwar möchte ich hier meinen Waffenarsenal etwas aufstocken, sage ich jetzt mal. Ich möchte mir eine vernünftige Waffe kaufen. Und beziehungsweise, was ich eigentlich suche, ist eine bessere Rüstung. Eigentlich gibt es bei diesen Händlern in San Francisco Power-Rüstung. Ich bin mir allerdings nicht sicher. Ich werde ziemlich lang versuchen, damit die Händler eben ein besseres Angebot haben. Deswegen gibt es einen kleinen Trick, das erkläre ich euch gleich. Allerdings kriege ich das nicht so zusammen, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier, was es hier allerdings gibt, ist ein Gaussgewehr. Ein Gaussgewehr ist eine ziemlich perverse Waffe. Oh ja. Und kostet nicht so viel. Ein Gaussgewehr ist fast unbezahlbar. Und deswegen möchte ich das natürlich haben. Allein 50 Munition kostet schon 888 Gold. Das ist ein Haufen. Und jetzt schaut mal, was das Gaussgewehr kostet. Platz 20.000 mit der Munition. Verlasse ich gleich den Handel. Schon gut. Keine Chance. Das Einzige, was man hier machen kann, ist. Diese Händler haben einen kleinen dummen Fehler, sage ich jetzt mal. Und zwar kann man ihnen das Geld klauen. Ja, allerdings sollte man da vorher abspeichern, weil unser Skill auch ziemlich gering ist. Und ich bin so blöd und schleiche nicht mal. Oh, ich habe es sogar geschafft das erste Mal. So, man geht einfach zu diesen Händlern hin. Man tut das, was man haben möchte, einfach ins Fenster legen. Und den Rest kauft man sich, also man kauft sich das Ganze quasi nur vom eigenen Geld. Diese Powerfaust handle ich deswegen, weil ich dachte, Sulik benutzt vielleicht Powerfäuste. Tut er allerdings nicht. So. Genau. Tun wir mal bieten. Sehr schön. Und speichern. Genau. So, und jetzt gehen wir nochmal hinter ihn hin und klauen ihm nochmal das Zeug. Allerdings stelle ich mich jetzt beim Klauen ziemlich blöd an, ziemlich oft hintereinander. Ja, der haut mich auch nicht richtig schön um. Wie oft der angreifen darf. Viermal. Schon ziemlich heftig. So. Na komm schon. Tja, jetzt funktioniert es wieder nicht. Das wird jetzt ein paar Misserfolge geben. Heftig, wie mich der umbrezelt. So, nochmal. Ah, jetzt mache ich sogar mit Schleichen. Und funktioniert wieder nicht. Ja, das ist halt das Problem, weil ich ein Idiot bin und Schleichen, Stehlen nicht einfach höher Skill, wird das noch ein paar Mal öfters passieren. Aber ich bin ja ein geduldiger Mensch und versuche das die ganze Zeit wieder. Also der Plan ist eigentlich folgendes. Ich wollte eigentlich in die Stadt reingehen, schauen, was die Händler so im Angebot haben. Wenn sie nicht das Richtige haben, dann geht man aus der Stadt raus, reist ein bisschen auf der Weltkarte umeinander, ungefähr 6 Tage oder eine Woche oder so. Und dann geht man wieder in die Stadt rein und geht wieder zu den Händlern. Dann haben die Händler neues Angebot. Und das hatte ich gehofft, mache ich so lange, bis die Händler eine Power-Rüstung, jetzt ist mir das Stehlen gelungen, das mache ich so lange, bis die Händler eine Power-Rüstung dabei haben. Weil eine Power-Rüstung wäre natürlich schon nett, sage ich jetzt mal. Weil, ja, nicht mal wegen der Schutz, sondern wenn du eine Power-Rüstung, wenn du anziehst, bekommst du einen Stärke-Bonus, der nicht zu verachten ist, der ist ziemlich hoch, der ist nicht mehr wie in Fallout New Vegas 1 oder so, sondern richtig dicke. So, jetzt gehe ich zu dem anderen Händler auch noch. Wir brauchen nämlich, damit wir uns das Gaussgewehr kaufen können, einfach ein höheres Grundkapital. Genau, deswegen mache ich bei denen genau denselben Scheiß. Ich kaufe ihn erstmal das ab, was ich gerne haben möchte, wie zum Beispiel eine elektronische Dietrich Mark II. Also das ist hier ein normales Schlösseröffnen-Werkzeug. Das ist noch besser wie der normale. Erweiterter Dietrich-Satz, genau. Dann gibt es hier jede Menge Zeitschriften. Allerdings habe ich die falschen Zeitschriften gekauft.
Es gibt nämlich Chemiezeitschriften und Buch der Wissenschaft. Und was Chemiezeitschriften sind, weiß ich nicht mehr richtig. Habe ich keine Ahnung. Hey Blackie, pass mal auf, schau mal, wie. Du bist schon bei 15.000. Was kannst du nicht bringen, Mann? Tu mal ein bisschen Drogen weg. Genau, schon wird's günstiger. So, sehr schön. So viel kannst du leider nicht tragen. Ja, dann tue ich ihm den ganzen Schrott geben. Die goldene Geckohaut zum Beispiel, die wiegt ziemlich viel. Sehr schön. Genau, tu den ganzen Scheißdreck ruhig raushauen. Okay. Das ganze Gift braucht auch keiner. Dann habe ich ihm gleich den ganzen Müll gegeben. Ich könnte eigentlich auch mal Wick ein bisschen. Dann kann ich sogar noch was drauf tun. Stimpaks. Ja, das sollte passen. Nein, das war zu viel. Das war auch zu viel. Komm, es passt doch. So, sehr schön. Dann habe ich das ganze Zeug von ihm auch. Und dann können wir wieder speichern. Und jetzt klauen wir ihm das Zeug auch noch. Wenn man hinter jemanden steht, schleicht und es dunkel ist, dann ist die Chance übrigens am höchsten. Wollte ich euch nur mal gesagt haben, es ist in dem Spiel wirklich entscheidend, wie man das macht. Das ist. Keine Ahnung, wie viel das Unterschied macht, aber es gibt sogar extra einen Perk, dass man nicht unbedingt hinter einem Spieler stehen muss, damit man ihn beklauen kann. Ah, das sind Chemiezeitschriften, die kann ich gar nicht lesen. Ich weiß nicht, für was die gut sind. Also ganz ehrlich, Leute, wenn ihr wisst, für was die Chemiezeitschriften gut sind, dann sagt mir das. Ich habe das noch nie herausgefunden, ne? So, dann haben wir hier noch mehr Bücher zum Lernen. Ja, noch Wissenschaftsbücher, Reparaturbücher, Erste-Hilfe-Bücher, jede Menge Zeug. Ach ja, wir werden ja so schlau. Und ein Catsbau haben wir auch noch. Und das Sprachmodul, das könnte ich eigentlich alles mal so reinstecken. Reinstecken. Sorry, abdrücken. Wie auch immer. So, jetzt habe ich auf jeden Fall meine erste Handelssitzung, sage ich jetzt mal, abgeschlossen. Jetzt reise ich ein bisschen. Rechts oben könnt ihr auf dem Kompass sehen, wir befinden uns am 24. Februar. 22. Februar haben wir angefangen. Das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich bis zum 26. bis 28. sowas auf dem Ödland umeinander reisen und schauen, ab wann die Händler neues Repertoire, neue Ding haben. So, man sieht es gleich, wenn man zum Händler geht und der Händler Geld hat, dann weiß man gleich, dass er neue Ausrüstung hat. Er hat aber kein Geld, so wie es aussieht. Doch, er hat neue Ausrüstung. Es ist aber wieder keine Power-Rüstung dabei und es ist kein Geld dabei. Also wie es aussieht, war das irgendwie nur zur Hälfte erneuert oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, nach welchem Skript das abläuft. Großes Buch der Wissenschaft. Sehr schön. Sehr schön. Ja, immer mehr rein. Du hast dein Goldlimit eh schon überschritten, Blackie. Halt dich mal zurück. Nein, knapp unterschritten. Ja, ich kaufe mir da jede Menge Drogen, was totaler Schwachsinn ist. Später im Let's Play werde ich die ganzen Drogen sowieso wieder verkaufen, weil ich so selten Drogen nehme in dem Spiel. Das ist. Ich bin schon richtiger Heiliger. Du wirst erwischt. Bei mir ist nichts zu holen, du Idiot. Ja. Du stiehlst Geld. Okay, hat er noch was, was wir brauchen? Ja, die sind teuer. hole ich mir aber auch. Hole ich mir sonst noch irgendwas? Brauche ich noch was? Was der Händler auch ab und zu im Inventar haben kann, das ist ein elektronischer Dietrich Mark II. Das ist natürlich richtig cool. Weil ein elektronischer Dietrich Mark II ist der hilft mir bei elektronischen Türen, wie der Name sagt. Wenn du das nochmal machst, bist du einen Kopf kürzer. Sagte er und griff mich an. So, komm schon. Klauen. Sehr schön. Dann schaue ich zum anderen Händler hin und schaue, ob der was dabei hat, was Neues, was ich brauchen könnte.
Vic ist immer noch überladen und spammt unten den Dialogfenster, wie auch immer, ein. Voll. Gauss-Gewehr schon wieder. Und eine Gauss-Pistole. Aber er hat immer noch kein Geld im Inventar. Deswegen, also ich weiß nicht, sein Inventar ist irgendwie so halb refreshed. Keine Ahnung. Ja, was mache ich denn jetzt da? Ja, was anderes wie Geld wird nicht übrig bleiben. Puh. So. Stellen wir uns wieder hinter ihn. Ah, jetzt ist mir zu blöd geworden. Jetzt habe ich Stehlen ein bisschen hochgeskillt. Auf wie viel? 50 oder 60 wahrscheinlich. Ja, hau gleich auf 60 hoch. 55, okay. Weil es spart uns dann doch ein bisschen Zeit. Siehste, hast auf den ersten Versuch geschafft. Und jetzt gehen wir wieder auf die Worldmap und wiederholen das Ganze noch einmal. Das werden wir, wie gesagt, jetzt ein bisschen machen. Allerdings, wie gesagt, ich spoiler jetzt mal und sage, ich werde nicht das bekommen, was ich möchte. Ich werde da keine Power-Rüstung kaufen können. Ist ein bisschen ärgerlich, aber hilft nichts. Zack, dann erkunde ich das hier oben mal ein bisschen. Wenn man nämlich das Feld ganz links erkundet, was am Meer dran ist, dann wird automatisch nach links alles aufgedeckt. Wie ihr seht. So, jetzt habe ich genug gewartet. Und jetzt gehen wir in die Stadt rein und schauen, ob die Händler jetzt gutes Inventar haben. Wie gesagt, ich rüste ein bisschen was, rüste ich schon auf. Allerdings, der einzige, der, also, was ich total bescheuert gemacht habe, ich habe mir selber kein Gauss-Gewehr irgendwie geholt. Das weiß ich jetzt schon. Und ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht wieso. Ich selber hätte mir auch ein Gauss-Gewehr holen sollen. Hab's aber nicht getan. Das hätte mir vieles erleichtert im Spiel. Bis ich eine richtig heftig fette Waffe gehabt hätte. Weil ein Gauss-Gewehr zählt, glaube ich, als kleine Waffe. Obwohl es eigentlich keine kleine Waffe ist. So, da stehle ich wieder das Geld. So, haben wir sonst noch was? Ja, wir sind noch beim zweiten Händler natürlich. Den speichern wir auch ab. Schauen erstmal, was er dabei hat. Und er hat jede Menge Crap dabei. Er hat wieder das Gauss-Gewehr, das ich haben möchte. Das kostet 18.000. Das ist natürlich zu viel. Und deswegen werde ich nochmal stehlen. Was? Ach nee, ich gehe zu Vic wahrscheinlich und erleichtere ihm mal um ein paar Sachen. Der hat sowieso zu viel dabei. Und ich habe noch 31 Tragekapazität, also nicht so viel. Naja, hat auch jede Menge Schrott dabei. Ja, Schrott, Schrott, das ist sogar Schrott. Du siehst Schrott, ein Haufen Schrott. Ein bisschen was von allem. Schaut euch mal an, was der dabei hat. Echt Mist hat der dabei. Und jetzt gebe ich ihnen willkürlich irgendwelche Items drüber, die eigentlich alle Sulik gehören sollten. Und jetzt gebe ich ihnen die ganze Munition von mir rüber. Und das gebe ich ihnen auch rüber. Und die Powerfaust. Ich gebe ihnen jetzt einfach alles. Das ist totaler Schwachsinn, was ich da mache. Aber der hat auch wirklich viel Mist dabei. So viel kannst du leider nicht tragen. Tja, das war zu viel. Immer noch zu viel. Immer noch zu viel. So, jetzt geht's. Gut, dann werden wir uns jetzt wahrscheinlich das Gauss-Gewehr holen. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. So, alles rüber. Der Schrott, endlich sind wir den Schrott los. Das ist eh schon zu viel eigentlich. Und jetzt noch ein bisschen Kohle. Tja. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt bitte wieder? Ah ja, genau. Ich tue meine Zeitschriften lesen. Damit ich mehr Tragekapazität habe. Was allerdings überhaupt keinen Sinn ergibt.
Also manchmal spiele ich schon den richtigen Schmarrn zusammen. Wenn man sich selber beim Spielen zuschaut, sieht das eigentlich, das sieht das richtig bescheuert aus, was ich da so teilweise fabriziere. Ich hätte jetzt einfach alles handeln können. Was mache ich denn jetzt? Was du wollen? Was du wollen? Tauschen? Was will ich jetzt von dem? Genau, ich will ihm die Powerfaust geben. Er braucht eine kleine Energiezelle dafür als Munition. Okay. Und jetzt gehe ich auf Kampfkontrolle und jetzt schaue ich, ob ich die kleine Powerfaust überhaupt anlegen kann. Und Wurfmesser. Das ist natürlich mega beschissen. Tja, das Wurfmesser. Dann jawohl, muss er seine Freund. Waffe wieder ablegen. Wir gut mit Fäuste. Großer Hammer. Oder? Jawohl, Freund. Klingt ja, gut. Waffe ablegen, tauschen. Und jetzt nehme ich ihn die Wurfmesser weg. Weil Wurfmesser sind eine echt bescheuerte Waffe. Na komm schon. Und jetzt handle ich mit dem Typen und kann ihm die Superpowerfaust wiedergeben. Die doch einiges wert ist und einiges wiegt. Und naja, ich bin froh, dass ich herausgefunden habe, dass er nichts mit Superpowerfäusten anfangen kann. Wäre allerdings geil gewesen, weil so eine Superpowerfaust macht schon richtig Schaden. So, was haben wir hier? Noch ein paar Speere. Waffen, Knüppel, Leuchtraketen, Geigerzähler. Und Gaussgewehr. Wahnsinn, was das Zeug wert ist. Das Gaussgewehr ist echt heftig. Und dann kann ich sogar ein bisschen was noch drauflegen. Hat allerdings nichts, was ich möchte, außer vielleicht diese Dinger, aber die sind wieder zu teuer. Ich muss noch ein bisschen was von mir noch mit drauflegen. Da lege ich ein-, zweimal Druck mit drauf und dann passt das. Ja, damit haben wir eine der stärksten Waffen im Spiel, möchte ich jetzt sogar so mal spoilern. Dieses Gewehr wird bis zum Ende des Spiels bei Cassidy sein, weil es für ihn keine bessere Waffe gibt. Und damit ist Cassidy der wahrscheinlich nützlichste Begleiter im Spiel. Was heißt wahrscheinlich? Damit ist Cassidy der nützlichste Begleiter. Ich habe sie mir doch selber angezogen. Okay, ich habe die doch selber benutzt. Das ist ja cool. Ach, dann kaufe ich wahrscheinlich eine zweite für Cassidy. Ah, so habe ich das gemacht. Ja, natürlich. Vor allem die zweite Waffe kriegst du ja viel einfacher, weil vom Geld her, weil wir reisen jetzt nochmal ein Stückchen. Und es ist ja dann so, dass wir dann wieder mehr Geld haben, weil die Händler wieder mehr Geld haben. So tun wir quasi unser Grundkapital, unseren Grundstock an Geld auffrischen. So. Hey, ich hätte nie gedacht, dass ich jemals in San Francisco kommen würde. Wahnsinnig. So, er hat kein Geld. Und deswegen verziehe ich mich gleich. du siehst einen Mann, der aussieht wie ein Ladenbesitzer. Ja, schön, nicht? So, dann reisen wir noch ein bisschen rum. So, hat er jetzt was dabei? Ja, was machst du denn da? Drei. Du musst ihn bestehlen. Immer noch kein Geld. Also für mich, ich habe für mich damals festgesetzt, als Knackpunkt, wenn der Geld dabei hat, ist sein Inventar refreshed. Auch wenn es nicht hundertprozentig so ist. Aber wie es aussieht, dauert neue Ware länger, als wie, dass er sein Geld auffrischt. Das sind, wie es aussieht, zwei verschiedene Faktoren. Also was die Spieleentwickler da alles für unterschiedliche Faktoren reingesteckt haben, das ist schon ziemlich heftig. Und jetzt schaue ich, ob er trotzdem neue Güter hat. Da, seht ihr, elektronischer Dietrich Mark II. Und jede Menge anderes Zeug. Also es ist schon was anderes dabei. Ja, und dann gebe ich da 10.000 ein und dann handle ich mir das Zeug rüber. Ja, und jede Menge Zeitschriften werden wieder mit dabei. Warum gebe ich ihm nicht einfach meine 15.000? Werde ich wahrscheinlich sogar machen. Das sind Chemiezeitschriften. Die bringen mir nämlich gar nichts. Sehr schön. So habe ich zumindest ein paar Bücher abgestaubt. Oh, und dann beklauen wir ihn wieder. Ja, wie gesagt, so kann man sich ziemlich leicht im Spiel aufrüsten.
ist allerdings so im Nachhinein gesehen schon eine ziemlich lame Methode, wie man sich ziemlich geiles Equip holt. Also da gibt es schon bessere Methoden. Aber man soll sich ja nicht beschweren. Ah ja, der hat zum Beispiel Gold. Hat der auch noch eine Gauss? Oh, habt ihr das gesehen? Kleingeschütz Vindikator. 36.000. Das ist natürlich schon. Also 36.000 für eine Waffe, die kostet 11.500, die Pistole, die Gauss-Pistole. Das ist natürlich viel. Das ist natürlich richtig viel. 36.000. Und hat 100 mm, hat diese 4,7 mm unverpackte Munition. Die ist auch relativ selten, glaube ich. Und ich glaube, damit kann er nicht besonders oft schießen. Weil dieses Kleingeschütz, das verbraucht ihr mit einmal schießen irgendwas um die 50 Schuss, glaube ich. Oder 15, 50, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall verbraucht es ziemlich viel und da musst du ziemlich viel von dieser Munition auftreiben. Und das ist gar nicht so einfach, wie ihr meint, Leute. Diese 4, vor allem diese 4,7 mm unverpackt, das ist halt, ja, ich meine, du kriegst da schon mal schnell 1000 zusammen, aber 1000 sind, wenn du es mit diesem Vindikator verschießt, nicht besonders viel. Aber mit diesem elektronischen Dietrich Mark II haben wir dann noch was Spezielles vor, das kann ich euch schon mal verraten. Ja, bisschen Zeit verstreichen lassen. Ich wollte noch einmal. Ich wollte, wie gesagt, eigentlich eine Powerrüstung haben und es hat mich tierisch angepisst, dass der keine Powerrüstung hat. Ist es im Nachhinein aber nicht mehr so schlimm, weil ich habe das ganze Problem dann ein bisschen anders gelöst. Werdet ihr dann in einer der nachfolgenden Parts schon mitbekommen. Möchte jetzt aber noch nicht zu viel vorwegnehmen. So, dann bin ich wieder reingelaufen. Sehr schön. Ich tue übrigens immer noch nachsynchronisieren. Immer noch nachsynchronisieren, weil manchmal habe ich Probleme mit der Aufnahme gehabt, irgendwie. Da hatte mir einfach den Spielsound, habt ihr ja alles drin, wunderbar. Aber, oh, da waren super Stimpaks. Der Spielsound ist ja wunderbar drauf, aber die Tonspur hatte mir einfach nicht mitgeschnitten. Scheiß Camtasia. Also mit Fallout 2 habe ich echt Probleme mit dem Aufnehmen gehabt. So viel Probleme mit keinem anderen Spiel. Fallout 1 hat seltsamerweise mit Fraps funktioniert und Fallout 2, wo man eigentlich meint, die Spiele sind irgendwie gleich aufgebaut, funktioniert dann nicht. Das ist komisch. Aber gut. So, dann habe ich dem mir ein ganzes Geld wieder gegeben und mir Stimpaks und Drogen und alles mögliche gekauft und jetzt beklauen wir ihn nochmal. So, und jetzt haben wir wirklich ein großes Stammkapital. Jetzt haben wir 23.000 Gold. Das reicht für ziemlich alles. Jetzt haben wir also quasi keine Geldnot mehr. Jetzt können wir uns alles besorgen, was wir wollen. Blackjack und Nutten. Gut. Tauschen. Schauen wir, was der hat. Ich wollte nämlich noch ein zweites Gauss-Gewehr haben. Eins für Cassidy und eins für mich. Oh, er hat eine Bossa im Inventar gehabt. Eine Bossa ist auch ziemlich eine heftige Waffe. Wenn du damit kritisch triffst, dann machst du. Da kannst du schon mal 200 Schaden machen an mir. An mir mit. Also am Spieler mit. Einer fetten Enklave-Rüstung. Kannst du da schon mal 2000 Damage reindrücken. Und das ist natürlich schon grob. 2000 sage ich, 200 und das ist natürlich viel, weil, naja, 200 Lebenspunkte erstmal bekommen. So, jetzt kommt das Viech und jetzt schauen wir mal, was ich Schaden mache. 43, vorher haben wir 6 Schaden gemacht, also um einiges mehr wie vorher, immer noch nicht genug, aber um einiges mehr wie vorher. Oh, ist so leck. Cassidy. Eieieiei. Ja, diese Gruppen hier sind anfangs richtig mies. Gegen die hast du einfach mit so einem schwachen Team wie wir jetzt haben einfach keine Chance. Wenn ich bedenke, wie ich zu dem jetzigen Zeitpunkt in Part 120 oder so mit den Tigern umgehe. Die haben keine Chance. So.
Hauptsache Sulik überlebt. Ich habe das Gefühl, dass der da ein bisschen in der Mange drin sitzt. Ein Trefferpunkt, 6 Trefferpunkte, 2 Trefferpunkte, 1 Trefferpunkt. Ja gut, er kriegt nicht viel Schaden, muss man auch dazu sagen. 7, 6, Tentau verfehlt, 1 Trefferpunkt und gerettet. Mir kommt es auch so vor, dass man, wenn man im Auto unterwegs ist, weniger Begegnung hat. So, ich wollte vor hoch in die Gifthöhlen. Ja, warum will ich denn in die Gifthöhlen? Was könnte ein Blackie zu diesem Fortschritt im Spiel noch in den Gifthöhlen wollen? Ich werde es euch verraten. Und zwar, oh Gott, das wird jetzt hier ein bisschen... lässt